Hallo, guten Tag, Antonella vom Restaurant Hotel Torino in Salz. Viele Leute denken, wir was geschadet von dem Hochwasser. Aber nein, wir sind sie wieder da, wir sind sie auf und wir freundlich uns, wenn die Kunden wieder bei uns kommt. Danke. Herr Pfalz, Seniorenbeirat, Vorsitzender der Stadt Salz. Warum das mit dem Markt so lange dauert, wäre wirklich mal untersuchenswert. Für meine Begriffe haben sich hier ein paar Leute strafbar gemacht. Da ich selber 40 Jahre im Bau tätig war, ich bin bei der Eisenbahn verantwortlicher Bauingenieur gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einem Projekt nicht von vornherein festgelegt worden ist, dass A, die Arbeitszeit den ganzen Tag ausgenutzt wird, und B, dass es nicht so viele Leerlaufzeiten gibt. Im Nachhinein stellt man fest, das ist gar nicht bestellt gewesen. Unvorstellbar. Geht nicht. Das ist ja auch so ein komplexes Thema, das lässt sich hier in so einer kurzen Frage auch nicht wirklich abhandeln. Ja? Und wie gesagt, da kommt ja nachher noch ein spannender Vortrag, den ich selber auch noch nicht kenne. Da bin ich selber noch gespannt. Lass es dich bitte überraschen. Weil eine Kita-Schließung, also mehrere Kita-Schließungen auf dem Plan steht. Und ja, das finden wir nicht so besonders schön, weil wir schon mehrmals auf der Schließungsliste standen, schon gekämpft haben für auch eine kleine Einrichtung, gerade für die Kinder. Es ist wirklich wunderschön, eine kleine Einrichtung, familiär. Wie gesagt, eine Erzieherin kann sich richtig drum kümmern. Es sind Aktivitäten durchgeführt worden, wo ich sage, als Elternteil, möchte ich nicht in einer großen Einrichtung, weil ich dann das Vertrauen auch nicht so rüberbringen kann. Also um welche Einrichtung geht es da bei Ihnen genau? Bei uns geht es um die Bummi-Einrichtung. Ja. Es sind momentan 18 Kindergartenkinder und 6 Krippenkinder. In der Zwischenzeit sind früh und nachmittags sind die Hortkinder. Es ist ein wunderschönes Zusammenspiel, auch in Ferien. Die Kindergartenerzieher und die Hortkinder wissen die Probleme in der Schule, können es gleich im Kindergarten anschließen. Voriges Jahr haben sie festgestellt, der Jahreskalender klappt nicht so, haben sie sofort ein Projekt gemacht. Und also, wir sind volle Kanne. Die hätten sie besser woanders reingesteckt, das ganze Geld, als hier in der Nähe. Ja, was sagen Sie dazu? Es dauert ja auch schon sehr lange mit der Baustelle. Ja, jetzt haben wir doch immer am Kalk durch, der Kreisverkehr. Ja. Ich glaube, für uns ist es gut, wir können ran, extra freigeben für die Anwohner. Das größte Projekt ist ja das Stadion, das Erzehmann-Stadion. Waren Sie schon mal unten und haben sich die Schäden angeschaut? Ich selber persönlich war nicht unten. Ja. Ich kenne es nur vom Gutachten her und von der Luftaufnahme. Okay. Aber wir sollten das Stadion schon so sanieren, wiederherstellen, dass alle Sportarten entsprechend dann auch da unten bleiben können und ihren Platz finden. Heute sind einige Eltern auch, wie wir festgestellt haben, in den Zuschauerring, besonders wegen den Schließungen oder den Veränderungen bei den Kindertagesstätten. Was sagen Sie dazu? Ja, Kindertagesstätten, es geht ja hauptsächlich um die kleinen Sträucher. Und meine Fraktion ist für den Wiederaufbau dieser Einrichtung. Da haben wir uns von Anfang an drüben bekannt, haben uns die Einrichtung angeschaut. Ich denke, das ist immer gut aufgehoben, wenn wir das machen. Der Altmarkt, Hochwasser und so einige andere Themen, die als Randerscheinung. Unter dem Motto, Volkmar, go home und nimm deine Freunde mit. Also Sie wollen heute für einen für ein Abwahlverfahren? Nein, nein, ich halte es mit noch 3 Jahre mit Herrn Dr. Volkmar Kunze aus. Aber ich bin der Meinung, nach dieser Zeit sollten wir uns einen neuen Oberbürgermeister suchen. Und ich bin auch nicht derjenige, der mit unterschrieben hat, obwohl da eine Privatfreunde unserer eigenen Fraktion dabei sind. Ich habe Herrn Volkmar Kunze ein Versprechen oder ein Wort gegeben, als er angefangen hat. Habe ich gesagt, Herr Volkmar Kunze, wenn sich mal der Stadtrat entschließen sollte, Sie abzuwählen, ich unterschreibe nicht. Es gibt ja einige Themen, die auf der Agenda stehen, zum Beispiel das Stadion. Soll ja wieder aufgebaut werden, da stehen 2 Millionen im Plan. Waren Sie schon mal unten? Ich war schon mal unten, ich hatte mal einen Blick gemacht. Richter für mich ist aber erstmal die Kindergarten. Ja. Kleine Sträuche müssen wieder aufgebaut werden. Ja. In der Pressemitteilung vom April steht, dass Ende Juli hier der Verkehr wieder geöffnet wird in der Fischstraße. Man sieht ja noch nichts. Steht heute auf der Tagesordnung. Müssen wir sehen, wie der Oberbürgermeister nichts dazu. Aber ihr wollt mich bestimmt fragen, um was es heute geht. Genau. Heute geht es für mich ganz wichtig um die kleinen Strolche. Ja. Ob der Kindergarten wieder aufgebaut wird. Das ist ein Kindergarten, der ist Schrott und dort will man 400.000 € reinstecken. Also in ein Hochwassergebiet. Für einen Wiederaufbau oder für einen Neubau an anderer Stelle? Für einen Neubau an einer sicheren Stelle. Was brennt Ihnen besonders auf der Seele? Naja, dass der Altmarkt bald fertig wird. Ja. Und dass er so wird, wie wir ihn uns vorstellen. Altmarkt und das Hochwasser. Ja. Das wisst ihr doch genau. Das Stadion soll für 2 Millionen, soll da renoviert werden. Waren Sie schon mal unten? Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Ja. Meine Kollegen wohnen dort. Okay. Zum Bauverlauf, das dauert jetzt doch schon lange. Ja, das stört mich nicht so. Was mich eher stört, heutzutage derartige Planungsfehler passieren können. Darf ich noch kurz nach Ihrem Namen fragen? Wolfgang Hedrich. Am Herzen liegt mir das, die Hochwassersache. Ja. Die liegt mir sehr am Herzen. Und dass der Kindergarten kleine Strolche erhalten bleibt. Ich bin Steffi Zetsche. Ja. Noch eine kurze Frage. Beim Hochwasser zur Beseitigung der Schäden wird ja auch im Stadion wird ja neu renoviert und gearbeitet. Finde ich gut. Waren Sie schon mal unten? Öfter, ja. Finde ich auch sehr gut.